finde, das ist ja unwürdiger Moment, in dem wir uns gerade befinden. Ne? Das ist eigentlich der richtige Moment für den nächsten Joker. Deine absolute Lieblingssendung ist TAF. Oh. Und die Kollegen von TAF haben mich angerufen und haben gesagt, der Klaas, der steckt heute im Prager. Ja? Der kann nicht wirklich weg. Der würde euch sehr, sehr, sehr gerne ein Interview geben. Mit Reporterin Sophie ist Jokus Joker, wenn es darum geht, Klaas am Pranger auszulocken. Wie schaffst du es denn, bei all dem Medienrummel und Quotendruck deine Würde zu bewahren, Klaas? Leute, das ist doch zynisch. Warum? Naja, ihr seht doch selber, ich bin ja gerade bei der Arbeit und ich muss... Wir auch, lieber Klaas. Deswegen geht's weiter mit der Fragenquälerei. Was würdest du denn machen, wenn Joko dir die Freundin ausspannen würde? Kein Kommentar. Reicht das jetzt bitte? Schön, dass ihr gekommen seid, ne? Wirklich. Ciao, we love to entertain you. Boah, mir tut der Nacken weh, ganz ehrlich. Ich hab die ganze Zeit so vom beschämt weggucken, tut mir so der Nacken weh. Oh. Ja, bitte, dann sag doch einfach die magischen Worte. Ich gebe auf. Mir ist kalt, ey, und diese Tomate im Nacken, das macht mich wahnsinnig. So. Aber ein großer Punkt ist ja auch immer gerade so ein Pranger, ne? Der steht ja meistens nicht irgendwie in einem Haus, ne? Weißt du, was meine andere Maschine ist? Ist eine Scheißwettermaschine. So. So, das ist Wind, ne? Gegenwind. Sehr gut. Oh, wow. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Wind, ne? Ein bisschen schlechtes Wetter. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt tatsächlich. Oh, das ist ganz schön. Oh, so ein Scheißwetter. Ne? Jetzt kommt der Herbst. Ne? Jetzt kommt der Herbst. Jetzt kommt der Herbst. Wir sind ja in Berlin, ne? Da kommen immer diverse Sachen ins Gesicht geflogen teilweise. So, ihr könnt den Wind wieder abbauen. Ich merke gerade, das Wetter bessert sich. Was für ein Scheiß. Kannst du noch? Ich kann nicht mehr, aber ich mach weiter. Aber weißt du, was das Problem ist, wenn man seine ganzen Joker schon verballert hat? Was denn? Da hat man irgendwann keine mehr, ne? Ja, das ist so richtig. Wie du jetzt, ne? Ja, das ist richtig. Ich habe noch zwei Joker über und du nicht mehr, ne? Ärgerlich, ne? Ja, blöd. Joko, weißt du eigentlich, was die Leute damals im Mittelalter gemacht haben, wenn die in die Hühner ausgegangen sind? Was? Die haben sich selber Hühner gemacht. Was ist da drin? Teer! Oh! Oh, du Potzau! Oh, ich würde dir jetzt gerne so... Ja, aber kannst du nicht, weil du festgeschnallt bist, ne? Hör auf! Ja. Hör auf! Ich hatte doch von einem Huhn gesprochen, ne? Na. So, ich hätte gerne die Feder. Mal bitte. Kennst du vielleicht noch von diesem... Ich habe eine Stauballergie. Ja, das ist auch kein Staub, das sind Federn. Haben wir noch ein paar Federn? Justus, mach das doch mal bitte, du. Ich bin hier gerade. So. Ja, sehr lustig. Sehr lustig, wirklich. Hast du die gegessen? Joko. Ich habe den Feder rumgeschluckt, Entschuldigung. Die Damen anwesend. Ja, es tut mir leid, aber du hast mich gefedert. Entschuldigung, was kann ich dafür, eine Feder wurde, wo die runterschluckt. Weißt du, was die Leute im Mittelalter früher gemacht haben, wenn es dir nicht gut ging? Weiß ich nicht, ne. Die hatten früher im Mittelalter die Idee, dass alle Krankheiten im Blut sind. Und wenn man das Blut quasi rauslässt, ja, dann würde man die Krankheiten so mit rauslassen. Der nächste Joker, der lebt. Tiere oder was? Naja, ja, Tiere würde ich jetzt, ist jetzt übertrieben, wenn man sich die Viecher anguckt, aber Lebewesen. Was ist das denn? Hast du schon mal was von einer Blutegeltherapie gehört? Blutegeltherapie? Das sind diese Viecher, die... das ja, sind diese lange... sehr gesund. Ne? Und ich würde dir gerne erstmal, damit du auch informiert bist, damit ich dich nicht einfach so ins Messer laufen lasse, würde ich dir erst gerne ein Video zeigen, wie das genau funktioniert. Okay. Ja? Können wir das Video? Abnehmen, tatsächlich. Zeigst du mal bitte Joko das Video?
beißt sich da in die Körperstelle und saugt ihn raus, oder was? Naja, klar, müsst ihr ja. Und dann hast du die gewisse Sekrete, gibt er ab. Das ist sehr, sehr heilig. Das ist doch nicht echt, das ist nicht wirklich. Das ist doch so ein Fake-Video von irgendeiner Rotten.com oder so. Nee, das ist das Video und jetzt. Was denn? Nee, warte mal, jetzt mal ganz kurz hier mal eben. Ist noch nicht vorbei. Beruhig dich. Aber beruhig. Nein. Du kriegst alle Informationen, die du brauchst. Ganz ruhig. So, Justus. Bringst du den Kollegen mal? Wie, und so dünn ist der vorher, oder was? Sind das Blutegel vorher? So, so sieht der, so sehen die aus, ne? Der beißt rein, der hat so drei so Zähne, dann beißt er rein, saugt sich voll. Letztendlich ist das ja eine althergebrachte, mittelalterliche Hau ab, mach das Ding auf Feierabend, leck nicht, nein. Nee, Justus, mach mal das rechte Hosenbein von Joko hoch. Hau ab, nein! Justus! Dann musst du aufgeben. Sorry, dann musst du aufgeben. Hau ab! Was, jetzt mal ganz kurz. Gib mir mal kurz eine Sekunde, hier, um nachzudenken. Hier geht es immer nur um die Weltmeisterschaft. Das ist jetzt nicht irgendwas, was hier auf dem Spiel steht. Du willst mir jetzt ernsthaft so ein Viech hinten an die Wade klemmen? Nee, Justus macht das. Das ist nichts Schlimmes. Das machen Leute tatsächlich freiwillig. Das ist abermals gesundheitsgefährdend. Ach, das ist eben das Gegenteil davon. Das ist sogar ganz gesund, wenn man denk das macht. Mach das Ding auf, hau ab. Nein, Feierabend. Das ist unverhältnismäßig. Hast du gerade gesagt, mach das Ding auf? Ja, mach das Ding auf. Wirklich, Schluss. Scheiß drauf. Okay, mach das Ding auf, Justus. Mach das Ding auf! Dann entsprechen wir seinem Wunsch. Das ist eher, ohne, du bist einfach, nein, das ist nicht fair. Du kannst nicht fair spielen. Du bist immer an dem Punkt, wo du unfair wirst, kannst du gewinnen. Sonst kannst du nicht gegen mich gewinnen. Du musst immer irgendeine Scheiße machen, wo es darum geht, dass man ernsthaft seine Gesundheit am Spiel hat. Ich lasse mich nicht hier von irgendeinem Menschen aus unserem Team hier irgendein Tier an die Wade setzen, ohne zu wissen, ob der überhaupt eine Qualifikation dafür hat. Führ ihn bitte weg. Ich möchte hier in Ruhe meinen der, Sieg geben. Der Sieg, der wird dir noch richtig was kosten. Ja, mag sein. Das muss richtig sein. Du musst dann an dem Bett liegen und wirst dich doch ärgern darüber, dass du so gewonnen hast. Führ ihn weg. Ein ganz schlechter Gewinner. Führet ihn hinweg. So möchte ich keine Weltmeisterschaft verteidigen. Hinfort. Hinfort mit dem Verlierer. Hinfort. So, weiter. Hinfort mit dem Verlierer. Wir haben einen neuen Weltmeister. Läuft. Komm. So, sehr gut. Ha. Ist das ein herrliches Gefühl, ne? Der süße Duft des Sieges, ne? Sag mal, steht da auf dem Ding noch... Sag mal, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Warum steht denn da noch Joko drauf? Denkt hier überhaupt keiner mit? Habt ihr überhaupt gar nicht in Betracht gezogen, dass ich gewinne? Ernst, ey, ihr könnt einen wirklich jeden Moment kaputt machen, ne? Das war kein schöner Tag, ne? Da gibt's einen schönen Moment und den macht ihr mir kaputt, ne? Why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving like a hugging and a kissing and a long, long while. We don't get nearer, closer than a concrete.